Das ist Moritz Graf zu Rantzau. Konntest du dir selber aussuchen, wen du heiratest? Hat man als Graf viele Neider? Bist du eigentlich reich? Das war eine sehr indiskrete Frage. Ja, und da kommen noch mehr. Das ist das Zuhause von Graf Moritz. Schloss Breitenburg bei Itzehoe. Kein Neubau, klein und kuschelig ist anders. Hier lebten auch schon sein Vater, sein Großvater und viele Ururahnen zuvor. Seit 5 Jahrhunderten ist das Schloss Stammsitz der Rantzaus. Sie sind eine der ältesten Adelsfamilien Schleswig-Holsteins. Mittwochmorgen, 9 Uhr. Wir sind mit Moritz Graf zu Rantzau im Haupttrakt des Schlosses verabredet. Ah, der Graf öffnet uns persönlich die Tür. Bevor wir ins Fettnäpfchen treten, wie spricht man einen Grafen eigentlich standesgemäß an? Der Titel ist ja nur noch der Name. Das heißt, jeder wird jetzt eben auch so geboren. Das heißt, ich bin auch als Moritz Graf zu Rantzau geboren worden. Der steht auch voll in meinem Personalausweis. Und wenn Sie denn schon so nett sind und fragen, dann wäre es schön, wenn Sie sagen Graf zu Rantzau, weil das einfach mein Name ist. Oder wenn Sie es zu weglassen, ist auch in Ordnung. Aber bitte nicht Herr Rantzau. Ah ja, der Graf bietet uns allerdings direkt das Du an und ein Glas Wasser. Die Getränke holt er selbst aus der Küche. Ganz schön weiter Weg bis zum Kühlschrank. Und die Küche ist mit rund 35 Quadratmetern schon XL. Was wir vermissen, ist das Personal. Hast du Bedienstete in deinem Schloss? Heute haben wir eben noch eine gute Frau, die uns umsorgt hier, die für uns einkauft, die auch putzt, die eben auch kocht und eben auch was ganz Schönes mit unseren Kindern spielt. In seiner Jugend war das noch anders, erzählt uns der Graf. Da gab es hier im Schloss deutlich mehr Personal und jeden Tag ein 3-Gänge-Menü. Und immer wenn wir dann fertig gewesen sind oder wenn irgendwas fehlte, dann hatte unsere Mutter hier eine Klingel. Aber hier konnte sie dann immer das Personal rufen. Ich mache das jetzt immer, ob es noch geht. Aber wenn wir jetzt klingeln, kommt leider keiner mehr. Wir müssen uns unsere Speisen leider selber holen. Bei den Strecken hier richtig Sport. Traditionsgemäß hätte eigentlich der ältere Bruder das herrschaftliche Erbe übernehmen sollen. Der hatte aber andere Pläne. So wurde Moritz Graf zu Rantzau Schlossherr von Breitenburg. Ein Selbstläufer ist das Ganze allerdings nicht. Beim Homeoffice im Schloss kommt für den 42-Jährigen immer einiges zusammen. Er muss seine Immobilien, seinen großen Forst samt Begräbniswald, seine Weihnachtsbaumplantage, seinen Golfclub und seit neuestem auch sein eigenes Hotel managen. Und das weitestgehend allein. In die Schule ging der Graf früher übrigens ganz bodenständig. Statt teure Internate und Privatschulen besuchte er das örtliche Gymnasium. Was bist du als Graf eigentlich von Beruf? Ich bin, wenn man das mal ganz genau nimmt, bin ich ein Diplomkaufmann, FH, also Fachhochschule. Ich habe ansonsten verschiedene Praktika gemacht, eben auch im Forstbereich hier, um mich auf die Aufgaben hier vorzubereiten. Und ansonsten ist es eben auch sehr viel Learning by Doing. Und ich hätte sicherlich noch mehr machen können. Ich bin kein guter Student gewesen. Rund 60 Zimmer hat das Schloss. Aber wer braucht die alle? Wir begeben uns auf eine Entdeckungstour. Hier oben sind dann aber die Gästezimmer. So ein großes Haus hat ja auch die Vorteile, dass man eben, wenn man eben mal eine Feier hat oder einen Geburtstag feiert oder abends grillt und die Leute wollen gerne hier übernachten und müssen nicht mehr fahren, will man auch ein guter Gastgeber sein. Ein bisschen sieht es hier oben aus wie im Hotel, aber auch ganz gemütlich. Alle Zimmer sind mit edlen, antiken Möbeln aus dem Familienbesitz eingerichtet. Vom Treppensteigen ist uns zwar warm, aber hier oben ist es schon kalt. Kurzer Heizungscheck. Alles aus? In der heutigen Zeit eben ein ganzes Haus ständig zu heizen, ist erstmal ist es zu teuer und zweitens sind wir, glaube ich, in der heutigen Zeit alle dazu angehalten, eben Energie zu sparen. Da wäre es eben einfach fahrlässig, alles zu heizen. Warm ist es nur da, wo auch wirklich gewohnt wird. Dann verrate uns doch mal, Graf Moritz, wie viele Zimmer im Schloss bewohnt ihr tatsächlich? Wir wohnen in einer Einliegerwohnung, die hier sich auch im Schloss befindet. Und wir bewohnen eigentlich genau die gleichen Räume wie jeder andere auch in seiner Wohnung oder in seinem Haus. Den einzigen Vorteil, den wir haben, dass es vielleicht alles ein bisschen größer ist bei uns und eben, dass wir sehr viele Gästezimmer haben. Lange lebten im Schloss 4 Generationen der Familie zu Rantzau unter einem Dach. Nach dem Zweiten Weltkrieg beherbergte die Adelsfamilie sogar zahlreiche Flüchtlingskinder. So viel Leerstand wie heute gab es hier noch nie. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, wieder Flüchtlinge aufzunehmen?
als die Ukraine-Krise, sag ich mal, begann, haben wir eben überlegt, hier Flüchtlingsfamilien aufzunehmen. Wir haben hier eben damals dann mehrere Wohnungen bereitgestellt, aber das Amt, die ja dann eben für die Verteilung zuständig waren, haben unsere Wohnungen nicht in Anspruch genommen. Das Problem bei uns liegt eben auch daran, dass wir hier sehr weit ab vom Schuss auf dem Land wohnen. Das heißt, hier sind eben auch sehr, sehr schlechte Busverbindungen. Die müssen zum Einwohnermeldeamt, die müssen zur Sprachschule, die müssen zum Kindergarten und dergleichen. Und das hätten wir alles gar nicht leisten können. Jetzt wollen wir aber noch mehr von dem sehen, was ein privates Schloss von einem normalen Wohnhaus unterscheidet. Zum Beispiel den Spiegelsaal im Nordflügel, das XXL-Esszimmer für besondere Anlässe. Hier wurden schon viele Jagdbälle und Adelshochzeiten gefeiert. Das letzte große Fest war die Hochzeit von Graf Moritz selbst. Jetzt sind wir natürlich neugierig. Konntest du dir selber aussuchen, wen du heiratest? Ganz klares Ja. Früher wurden sicherlich Zweckehen gestiftet oder so. Und dann hieß es, oh, diese Frau wäre eine gute Partie. Und in Game of Thrones haben wir es auch alle gelernt, dass dort eben auch Ehen geschlossen wurden und dann eben, oder Häuser verbunden worden sind, um dann die Macht zu stärken. Das ist in der heutigen Zeit nicht so. Ich kenne meine Frau seit der Schulzeit. Ich habe sie in der Schulzeit kennengelernt und lieben gelernt und bin immer noch sehr glücklich mit ihr. Mittlerweile hat das Grafenpaar 2 Kinder. Das Erbe von Schloss Breitenburg ist also auch in der nächsten Generation gesichert. Wow, jetzt sind wir aber beeindruckt. In der alten Bibliothek sieht's aus wie im Museum. Überall an den Wänden hängen alte Gemälde und in den Regalen stehen mehr als 40.000 antike Bücher. Oben in der Schatzkammer von Schloss Breitenburg steht auch noch ein altes Spinett. Auf dem soll Mozart angeblich vor mehr als 200 Jahren seine weltberühmte Zauberflöte komponiert haben. Das hier ist das gute Stück, kommt aus Wien. Da gibt es eben auch dann noch ein Schriftstück zu. Ist ein Geschenk der Witwe Mozart an eben einen Rantzau. Fast ein Mozart. Die Schätze im Raum nebenan erzählen nicht ganz so schöne Geschichten. Mit den Musketen und Kanonen haben vermutlich schon die Vorfahren von Graf Moritz die ein oder andere blutige Schlacht geschlagen. Da liegt unsere nächste Frage doch nah. Gruselt es dich auch mal in den eigenen 4 Wänden? Ich würde mal sagen, ja. Es spukt bei uns oben im alten Teil, in dem wir vorhin auch drin waren, in den Gästezimmern, spukt Amöne. Amöne ist eine Vorfahrin von uns, die eben hier auf der Breitenburg gewohnt hat. Aber es ist ein lieber Geist und wir haben ja nur liebe Leute bei uns im Haus. Von daher passiert da nichts, wenn keine lieben Leute, unnette Menschen bei uns sind. Die hören sie manchmal. Wir haben nichts gehört. Glück gehabt. Moritz Graf zu Rantzau hat einen Termin mit seinem Versicherungsvertreter. Der kommt mit der Jahresrechnung. Nicht der schönste Termin für den Grafen. Mehr als 60 Versicherungen muss er jedes Jahr bedienen. Da kommt immer schnell ein mittlerer 5-stelliger Betrag zusammen. Sag mal, Graf Moritz, Wohnen im Schloss, Traum oder Albtraum? Natürlich wünscht man sich öfter mal so ein einfaches Leben oder so einen Job 9-to-5, wie man so schön sagt. Das wünscht man sich immer, wenn einem das alles mal ein bisschen über den Kopf wächst oder wenn man gerade irgendwelche Probleme hat. Aber insgesamt kann ich mich über mein Leben überhaupt nicht beklagen. Vor etwas mehr als 100 Jahren wurde der Adelsstand in Deutschland offiziell abgeschafft. Aber auch wenn der Titel hierzulande nur noch zum Nachnamen gehört, ein Graf, Herzog oder Baron in der Anrede macht immer noch etwas her. Die Faszination und das öffentliche Interesse am Adel, egal ob britischer Prinz oder verstoßene Königstochter, ist weiter riesengroß. Hat man als Adeliger heute eigentlich auch noch eine Vorbildfunktion? Ich kann nur sagen, dass ich das von meinen Großeltern und von meinen Eltern eben gelernt habe, dass man eben auch Verantwortung übernimmt. Das heißt, sie haben sich auch immer ehrenamtlich für die verschiedensten Vereine oder Institutionen irgendwie engagiert. Und ich habe auch schon das eine oder andere Ehrenamt intus. Der Graf präsentiert uns noch sein neuestes Vorzeigeprojekt, sein Hotel. In unmittelbarer Schlossnähe und gleich neben seinem Golfplatz. Früher war hier ein Kuhstall, seit letztem Jahr eine Nobelherberge. Schicker Schuppen. Hier hängen Familienporträts von Moritz' Vorfahren. Ritter Johann Graf zu Rantzau war der Familiengründer.
Und der sieht bei genauerer Betrachtung ja etwas ramponiert aus. Das ist Josias Rantzau. Und der war eben ein berühmter Krieger und hat eben viele Schlachten auch geschlagen und hatte dann dabei eben auch Verluste. Und zwar hat er in seinen Schlachten einen Arm, ein Auge und ein Ohr verloren. Und ein Bein. Heute muss sich ein Graf mit anderen Dingen rumschlagen. Moritz hat ein Manager-Meeting im Hotel. Schließlich muss er auch mit seinem neuesten Projekt Geld verdienen. Oder etwa nicht. Bist du eigentlich reich? Das war eine sehr indiskrete Frage. Ich würde doch sagen, dass ich reich an Erfahrung bin. Ich bin reich an Freunden. Und das andere sollte mein Banker beurteilen. Ich würde sagen, nein. Und das ist auch nicht der Sinn des Lebens. Auch eine schöne Antwort. Graf Moritz zu Rantzau ist heute ein gestandener Geschäftsmann. In jungen Jahren war er auf dem besten Weg zum Golfprofi. In seiner Jugend spielte er sogar in der Bundesliga. Wichtiger als die Sportkarriere war ihm dann aber doch das Familienerbe. Hat man als Graf viele Neider? Also ich weiß, dass meine Schwestern, die hatten damals noch wirklich zu kämpfen. Da gab es dann eben auch teilweise Lehrer, die dann solche Sprüche machten wie, ja, ihr mit euren, keine Ahnung, wie viel tausend Quadratmetern hinter dem Haus. Ich selbst, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich viele Neider habe. Moritz Graf zu Rantzau spielt Golf, jagt und lebt in seinem Schloss. Klar, bedient er damit Klischees, die heute noch viele vom Adel haben. Aber all das am Laufen zu halten, erfordert auch eine Menge Arbeit. Ausruhen kann sich der Graf auf seinem großen Erbe ganz sicher nicht.